Diese Rätsel beschäftigen die Menschheit zum Teil schon seit Jahrhunderten. Werden wir je die Lösung finden? Es gibt viele Rätsel in der Geschichte der Menschheit. Viele der Rätsel konnten anhand von wissenschaftlichen Dokumenten belegt werden. Viele Rätsel der Geschichte konnten weder mit Dokumenten belegt werden, noch sind sie nachvollziehbar. So auch die Geschichte der Familie Pollock. In der Geschichte der Pollocks geht es um die Zwillinge. Weitere Videos findest du bei World of Facts. Die Geschichte handelt von der perfekten Familie der Pollocks. John und Florence Pollock führten ein normales Familienleben in Hexham in England. Mit ihren beiden Töchtern Jacqueline 6 Jahre alt und Joanna 11 Jahre alt. Am 5. Mai 1957 starben Jacqueline und Joanna bei einem Autounfall. Sie waren mit einem Freund der Familie auf dem Weg zur Kirche. Die Eltern wurden von der Tragödie schwer getroffen. John betete und hoffte, dass seine Töchter zurückkommen würden. Im folgenden Jahr war Florence schwanger. John glaubte fest daran, dass seine Töchter zurückkommen würden und seine Frau zwei Mädchen zur Welt bringen würde. Am 4. Oktober 1958 gebar Florence zwei Zwillinge. Das Paar nannte sie Gillian und Jennifer. Die Mädchen waren eineiige Zwillinge, hatten aber unterschiedliche Muttermale. Jennifer hatte ein Muttermal auf der Stirn, das mit Jacquelines Narbe auf der Stirn übereinstimmte. Sie hatte auch ein Muttermal auf der Hüfte, das sogar Jacqueline hatte. Obwohl sie eineinige Zwillinge waren, hatte Gillian diese Male nicht. Als die Zwillinge 3 Monate alt waren, zog die Familie nach Whitley Bay. Als die Zwillinge 2 waren, fingen sie an, nach Spielzeugen zu fragen, das einst Jacqueline und Joanna gehörte. Die Mädchen hatten diese Spielsachen noch nie zuvor gesehen. Als die Zwillinge 4 Jahre alt waren, kehrte die Familie nach Hexham zurück. Die Zwillinge wussten nichts über ihre älteren Schwestern. In Hexham erkannten die Mädchen die Orte, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Sie wiesen auf eine Schule hin und sagten, es sei ihre Schule und sie hätten auf dem Spielplatz dahinter gespielt. Es war die Schule, die Jacqueline und Joanna besucht hatten. Das Paar schenkte Gillian und Jennifer altes Spielzeug aus dem Haus. Die Zwillinge wussten nicht, dass die Spielsachen ihren älteren Schwestern gehörten. Die Zwillinge erkannten die Spielsachen und benannten sie sogar richtig, mit den Namen, die Jacqueline und Joanna vergeben hatten. Später bemerkten die Eltern, dass ihre Mädchen ein seltsames Spiel spielten. Jennifer legte sich auf den Boden und legte ihren Kopf auf Gillian. Dann sagte Gillian zu Jennifer, dass da Blut aus ihrem Auge floss, weil das Auto sie dort angefahren hatte. Nach einem Monat begannen die Mädchen plötzlich hysterisch zu werden, als sie vorbeifahrende Autos sahen. Sie schrien beim Anblick eines Autos, "Das Auto kommt, um uns zu holen", sagten sie. Als die Mädchen 5 Jahre alt waren, verschwanden plötzlich ihre Erinnerungen. Später lebten sie dann ein normales Leben. Dr. Jan Stevenson, ein Psychologe, untersuchte diesen Fall. Stevenson war überrascht zu sehen, dass die eineinige Zwillinge unterschiedliche Muttermal hatten. Er stellte auch fest, dass die Zwillinge die Verhaltensweise der toten Schwestern übernommen hatten. Jennifer war in gleicher Weise von ihrer Schwester Gillian abhängig wie Jacqueline von ihrer Schwester Joanna. Stevenson folgte dieser Familie von 1964 bis 1985. Er glaubte, es handelt sich um einen wahren Fall von Reinkarnation, als er viele Ähnlichkeiten zwischen Jennifer und Jacqueline und Gillian und Joanna fand. Wie findest du die Geschichte der Pollock-Zwillinge? Hat dir mein Video gefallen? Möchtest du noch mehr solche Videos sehen? Dann lass es mich wissen, schreib einfach in die Kommentare. Wenn du World of Facts abonnierst und das Glockensymbol aktiviert hast, kommen noch weitere interessante Videos mit vielen Fakten rund um die Welt.